Alter, was geht ab, Leute? Und hier erstmal ein bisschen aufräumen von gestern. Die Jungs kommen später nochmal vorbei. Ihr wisst, Wochenende immer streamen, schaut gerne vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr einfach mit uns abhängen wollt. Ein bisschen aufräumen jetzt. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange, dann kann ich noch ein Video schneiden und dann gehen wir ein 1-Cent-Burger essen. Mit den Jungs, die sind auch am Start. 1-Cent-Burger. So. Das ist der Laden. Die Jungs sind noch nicht da. Ich bin überpünktlich. Hype ist nicht da. Wie erwartet, denn der ist sehr, sehr weit draußen. Wir hatten schon mal vor einem Jahr ungefähr, über ein Jahr, 13, 14 Monaten, ein Reunion-Burger-Treffen. Da haben wir uns alle getroffen. Da ist Bargisch zurückgekommen aus dem Loch und hat uns über Bitcoin erzählt. Da haben wir auch so einen gehypten, krassen Burger gegessen. Nee, Infineon Park für die Münchner, die es wissen. Und das hier ist, der war echt gut. Und der hier ist sogar noch weiter draußen. Dementsprechend haben wir schon erwartet, dass der Hype nicht so groß ist. Auch wenn 1 Cent Aktion eigentlich ganz cool ist. Wobei, wenn auch mal so diese 1 Euro Döner Aktion da war, haben wir auch vorbeigeschaut. Da haben wir auch gesagt, ja okay, das ist vielleicht gar nicht so, so krass. Auf jeden Fall, das ist nicht so eine klasse Aktion, weil viel Andrang. Dann ist die Qualität nicht so geil. Und es geht ja eher um Qualität anstatt Quantität. Und ja, also in dem Fall ist es egal, weil der Andrang ist nicht so groß und die sind nicht so im Stress. Aber normalerweise so diese Billigaktionen sind ganz cool für den ersten Tag. Aber will man das wirklich machen? Also wäre ich Tati zum Beispiel, will ich sowas machen? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber gerne eure Meinung in den Kommentaren. So, wo bleiben die? Ich habe schon Bock auf den Burger. Oh mein Gott, Leute, ich habe den richtigen Bargisch-Move gemacht. Ich bin am falschen Ort. Das ist der normale Ort und die neue Location ist das mit der Aktion. Und die ist ganz woanders. Oh mein Gott, das ist der Bargisch-Move, den ich gerade gemacht habe. Ja, also vielleicht esse ich den heute doch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Was geht? Es geht ab. Gibt's hier nicht Dings? Nein. Ist die Aktion nicht hier? Nur beim neuen Laden. Richtiger Fail. Da fahren wir zum Neuladen. Mein Gott. So wie Nico. Richtig Nico Away Style, Leute. So. Schlange überlebt. Aktion. Ja. Je nachdem, also. Wir haben schon gesagt, also Tati macht demnächst anscheinend auch auf. Bei ihm läuft es promotechnisch noch nicht so. Aber ich weiß auch nicht, ob so eine 1-Cent-Aktion so krass ist. Auf jeden Fall gönnen wir uns jetzt erstmal. Nico Dergener hat für uns gewartet, die ja, Schlange. Mann. Ich war richtig, ey. Der ist richtig gefahren. Mein Gott, Mann, wo ist das Fleisch? Ich suche das Fleisch, ah, da drin ist es. Aber erstmal saftige Aktion, Mann. 1 Cent muss ich sagen, Respekt. Jetzt beißen wir mal rein. Also uns hat es hergelockt. Also dafür, dass es, sage ich mal, wahrscheinlich schnell gemacht wird, damit jeder seinen Burger bekommt, ist okay. Aber das Einzige, was mir jetzt nicht gefällt, ist, es ist nicht so heiß. Also lauwarm, würde ich sagen. Schau mal, schön alles für Insta. Richtiger Pudel. Man kann nicht viel sagen. Ist solide. Viel Erfolg noch. Macht mal einer bitte mein Sprite für mich auf. Naja, komm, ich mach für dich auf. Wird Nico ernst nett geworden, seit er YouTube macht? Ja, Mann. Alles für meine Follower. Obwohl er mich wahrscheinlich nicht mal abonniert hat, aber komm hier. Natürlich, Mann. Mit Versaftig habe ich dich abonniert. Deabonnieren. Nur noch 9. Was gibt's für ein Fazit hier? Boah, Fazit, also. Ich sag mal so, für echt coole Aktion für 1 Cent den Burger. Aber so persönlich will ich, glaube ich, nicht vorbeikommen, weil hat jetzt, also hat für mich nichts Spezielles gehabt oder dass ich gesagt habe, geschmacklich krass oder sowas. Auf die Schnelle, wenn man Hunger hat oder sowas, ist okay, aber extra jetzt herkommen. Aber ich glaube auch, die Jungs haben das einfach gemacht. Die haben für 1 Cent was da einfach raus machen müssen. Deswegen, glaube ich, war einfach da die Masse im Vordergrund. Und muss man schauen, wie sich es halt entwickelt. Wenn die dann normal arbeiten, dann müssen sie da halt dann wieder mehr auf Qualität und so weiter
achten, aber ich denke, die Aktion hat schon was gebracht, dass die Leute mal den Laden da bemerkt haben. Also ich fand den Burger nicht schlecht, war echt gut. Ja, das Fleisch war auch richtig schön würzig mal. Es gibt viele Burgerladen, die machen so ein bisschen Salz drauf, wie McDonald's, das war's. Pommes, muss ich ehrlich sagen, ist echt gut. Schön kross, innen schön weich. Kann man nicht meckern. Ich kenne jetzt die Preise nicht, wie sie normal sind. Aber für einen Cent, heute Aktion, boah, kann man echt nicht meckern, überhaupt nicht meckern. Auch für 1 Euro oder so, wäre auch perfekt gewesen. Also was ich, genau, noch ein Wort wollte ich sagen, was ich ein bisschen schade fand, ist, die hätten vielleicht noch draußen so eine Speisekarte machen können, weil dass man sieht, was die noch haben, Preise und so weiter. Also so hat, ist man halt gekommen, hat es bekommen und ist wieder gegangen. Also mich hätte noch interessiert, was die allgemein machen, machen die noch Burger, machen die anderes Zeug und wie viel hätte jetzt der Burger gekostet, das hätte mich jetzt noch interessiert. Ja. Kleine Frage für unseren Kollegen, der demnächst einen krassen Foodtruck aufmacht. Sollte er so eine Aktion machen, wäre das was oder... Auf jeden Fall, also muss man. Man muss irgendwas machen, damit die Leute darauf aufmerksam werden. Also nicht nur die Leute, die vielleicht da arbeiten und so weiter und dann zum Mittagessen kommen, sondern dass die Leute auch vom Weiterkommen. Und deswegen Werbung ist wirklich am Anfang das Wichtigste. Kuss geht raus. Also was ich dir sagen kann, Tati, Social Media ist A und O bei den ganzen. Egal, wie das Essen schmeckt oder sonstiges, Social Media. Du musst geile Bilder machen, präsentieren, bam, bam, bam. Leuten schicken, Rabatt kurz raushauen, wie super saftig, 5% auf das Semmelversum. Dann läuft's. Schon hat man hier ein bisschen umgestylt. Jetzt haben wir hier die ganzen Tische. Hier ist mal eine normale Pinnwand. Schauen wir mal, wie groß das hier ist. Da bin ich jetzt gespannt, wie groß das hier ist. Das ist unser Hot Top. Ja, perfekt, ist nicht so groß. Das ist, glaube ich, perfekt in der Ecke gehen soll. Wir haben 600 Bälle gekauft und das hat gerade mal die erste Schicht, den ersten Ring gefüllt. Gerade mal. Wir brauchen safe 18. Also 1800 Bälle braucht man. Oh mein Gott. Ja, du bist auch ein bisschen halb, Mann. Junge, was ist das? Was ist das Land, Mann? So, Leute, wir sind mitten im Stream. Ja, Mann, es läuft, Mann. Location. Ambiente, richtig krass aufgebaut von Chung Banks. Ja, Mann. Los geht raus, Alter. Wir haben ein paar Reactions gemacht, aber wir brauchen mehr Vorschläge. Auf was sollen wir reacten? Kuss geht raus an unseren Crush, Burby. Ansonsten gönnen wir uns jetzt was zu essen. Was super saftiges, ja, Mann. Nico sucht gerade aus. Ja, Mann. So, Essen ist am Start. Ich habe schon gesagt, Samstagabend Konkurrenz viel zu krass, Mann. Hier schaut jeder online. Ja, wir haben unser Spaß, Mann. Wir sind das die Konkurrenz sowieso. Wir haben unser Spaß. Wir haben Bällebad, wir haben Pizza, wir haben krasse Leute. Wir brauchen nur die krassesten Fans, Mann. Und das sind genau die, die auch jetzt bei uns zuschauen. Ja, Mann. So, ist der nächste Morgen, Leute. Wir haben gestern noch sehr, sehr, sehr fleißig gestreamt. Also Respekt an die Jungs. Motivation ist sehr hoch. Also ich hätte mir niemals vorstellen können, dass es Tage gibt, wo wir zweimal hintereinander uns erstens treffen, zweitens Videos drehen, streamen. Das ist echt heftig. Also ich weiß nicht, woher die Motivation von denen kommt auf einmal, aber freut mich. Potenzial ist da. Wir haben es halt leider nie geschafft, dass alle aus der Crew mal gleichzeitig hoch motiviert sind. Weil ich denke, wenn alle gleichzeitig mal zum selben Moment motiviert sind, dass da eine Menge geht. Aber das haben wir nie geschafft. Das ist echt immer sehr komisch bei uns. Aber wenn wir irgendwann mal den Moment erwischen, wo alle, okay, das ist in den letzten 10 Jahren nie passiert, aber kann ja noch passieren, wo alle gleichzeitig krass motiviert sind, ich denke, dann geht's krass ab bei uns. Auf jeden Fall, ich muss jetzt noch ein bisschen staubsaugen, ein bisschen sauber machen und dann, ich hatte nochmal ein Meeting. Was ist Meeting? Also wir checken die dritte Tour ab für Hongs Tour. Die starten wir dann, weil die will ich durchpowern. Wetter ist schlecht, deswegen, also ich erwarte, dass der Kollege absagt. Und ich würde Respekt für ihn gewinnen, wenn er das heute durchzieht, weil ein bisschen Regen
Ihr wisst, Ex-Pokémon Go-Spieler, mich juckt das null. Aber checkt den Vlog von morgen ab, wenn ihr wissen wollt, ob ihr ja oder nein gesagt habt. Ich schreibe gerne in die Kommentare, ob ihr denkt, er zieht durch bei dem bisschen Regen oder ob er statt macht. Aber das war's von mir, Leute. Checkt die Streams ab, die Jungs sind motiviert. Folgt uns auf Instagram, investiert in Bitcoin. Immer liken, subscribe, kommentieren. Danke, dass ihr die Vlogs anschaut. Das war's von mir und ciao.